10 Kilometer laufen, das alleine ist manchmal schon anstrengend genug. 10 Kilometer mit kniffligen Hindernissen zu absolvieren, das lässt dann manchen aber auch schon ganz schön verzweifeln. Beim Grazathlon in der steirischen Landeshauptstadt sind die Läuferinnen und Läufer heuer zum bereits 6. Mal einem besonderen Härtetest unterzogen worden. 10 schweißtreibende Kilometer, 18 schwindelerregende Hindernisse, 4.700 wagemutige Sportlerinnen und Sportler. Wer beim Grazathlon an den Start geht, der bekommt nicht nur ein optisches Makeover verpasst, der geht auch an seine Grenzen. Da an der Wand steht Glaub an dich. Hast du den Glauben schon verloren? Noch nicht ganz. Geht schon noch. Zum 6. Mal hat sich die Grazer Innenstadt in einen Extremsportparcours verwandelt. Für alle, denen normales Laufen zu langweilig geworden ist, wurde die 10 Kilometer lange Rundstrecke zwischen dem Augarten und dem Stadtpark mit allerlei Gemeinheiten gespickt. Der Schlossberg ist ein Wahnsinn. Also rauflaufen kann ich überhaupt nicht. Ich muss immer raufgehen. Nächstes Mal nehme ich einen Lift. Das ist einfacher für mich. Und dann ganz normal runtergehen. Ich versprich mir immer, Conny, das ist das letzte Mal. Das brauchst du nie mehr bis zum Ziel. Und dann ist alles weg. Weil es so anstrengend ist. Ja, es ist brutal. Es ist gut, dass die ganzen Sachen immer auf dich zukommen, wo du abgelenkt bist, weil dann kommst du nicht viel zum Nachdenken, wie hinter du eigentlich gerade bist. Ja, ich bin jetzt ziemlich fertig gefahren in dem Moment. Ja. Wie geht's einem nach 10 Kilometer Grazathlon? Ja, Wahnsinn, also das ist so hart. Ja. Aber das Härteste für mich ist einfach die Laufstrecke. Und trotzdem wollen Jahr für Jahr mehr Menschen diese Tortur auf sich nehmen. Mit knapp 1.000 Anmeldungen mehr als im Vorjahr stellt der Grazathlon heuer einen neuen Teilnehmerrekord auf. Die Hindernisse werden eine Herausforderung werden für mich, aber ja, wie im Skicross. Ich versuche das einfach zu meistern. Ihr seid beim Grazathlon! Do 15.000 sind gekommen, um den anderen dabei zuzusehen, wie sie sich schinden. Snowboardstar Anna Gasser wäre in Graz ohne Verletzung auch am Start gestanden. Ich freue mich jetzt schon voll aufs Zuschauen. Ich habe schon einige Hindernisse angeschaut und es schaut wirklich sehr spektakulär aus. Und ich glaube, dass das Zuschauen fast gleich viel Spaß macht. Minuten benötigt diesmal der Sieger beim Grazathlon und das ist derselbe wie auch in den letzten beiden Rennen. Der 23-jährige Steirer Hannes Meißl holt sich das Triple mal so im Vorbeilaufen. Über weite Strecke war es wirklich locker. Ich habe mit dem Roberts zwei Platzierten vom letzten Jahr stärker eingeschätzt, mich etwas unterschätzt. Er war dann eigentlich relativ schnell weg und ab dann war es wirklich sehr locker. Die schnellste Dame hängt auch viele ihrer männlichen Kollegen ab. Maria Hochecker wird gesamt 18. Die Lannacherin läuft den Grazathlon in 51 Minuten 26. Es geht schon an die Grenze, ich komme vom Laufen und ich kenne das Lauffeeling, aber das ist schon nochmal eine Stufe höher, weil man nie weiß, was erwartet, ob man nächsten Hindernis schaffe es oder nicht. Wer es bis hierhin geschafft hat, der hat im Moment wohl den Glauben daran verloren, dass dieser Muskelkater irgendwann mal wieder aufhört, aber bis 2019, bis zur nächsten Ausgabe des Grazathlons, ist alles wieder gut.